Meine Damen und Herren, Gentlemen und Gentlewomen, werdet Zeuge, wie ich diesen kleinen Wühler zurückbezahlen werde, was er mir angetan hat. Komm schon, Kleiner. Achtung! Oh, fast hat er mich getroffen. Oh, Rückzug, 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 Checks. Folge dem Plan. Folge dem Plan, Checks. Naja, bastel mir den Plan bloß nicht. Sie wird ihn vermasseln. Sie wird ihn vermasseln. Okay. Plan B. Komm schon zu mir, kleiner Wühler. Komm schon zu mir. Mehr Abstand halten. Mehr Abstand halten. Okay. Komm schon. Wo ist er denn? Rein mit dir. Na, was sag ich doch? Wühler ausgeschalten. Oh. Wo die Straße überqueren wird, Selbstmord. Mit diesen zwei fetten Viechern hier. Deswegen wollte ich hier entlang laufen. Den Beißer werden wir auch ignorieren müssen. Der ist auch zu nah an den anderen Viechern dran. Und wir nehmen den weiten Weg rundherum. Ein Glieder. Ein Glieder. Komm schon, Kleiner. Oh. Die habe ich am liebsten. Außer die Truthähne, die mag ich noch mehr. Uff. Das Viech, das macht mir jetzt schon Angst. Okay, darum geht's schon weiter mit den Fighten. Bogenschüsse habe ich nicht viele, was wahrscheinlich ein Problem sein wird. Hier. Okay. Nice. Gutes Ding. Okay. Den Bogen muss ich mir für diese fliegenden Teile behalten. Mist. Bleib hinter mir. Mist, 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 Mist. Was haben wir hier? Okay, den einen kann ich angehen. Den anderen muss Kaya erledigen, das fliegende Teil. Stealth. Oh. Oh, One-Shot, Kaya. Ist gut gegen Stahlschaden, sehe ich. Ah, das gefällt mir nicht. Komm schon. Mach es doch down. Es hat den High Ground, Kaya. Mach es weg. Ich hole mir den Geist in der Zwischenzeit. Gut geschafft, Kaya. Diese Robots sind ganz schön hartnäckig, was? Man sollte diesen Fanatikern ihren eigenen Schrott zu fressen geben. Wir kriegen das schon in den Griff.
Irgendjemand hat sie also gekapert. Aber mit welcher Absicht? Was meinst du? Lass uns den Rest auch noch erledigen. Dann sehen wir weiter. Okay. 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 Was haben wir da unten? Kein Wühler, bitte. Kein Wühler. Schakal. Ich dachte nicht, ob das viel besser sein sollte. Aber ich bin bereit. Komm schon, zeig, was du hast. Uff. Gute Arbeit. Mit Fight Safe. Gute Arbeit. Jawohl. Da lacht die Shotgun schon her. Und das Ding, was das auch immer gerade war. Was haben wir da alles für fette Waffen? 45, 32, wird sowieso als nächstes verkauft. Constitute, blablabla. 43, schädigter Berserkerbogen. Ja, es. Shotgun. Ist doch Shotgun-Zeit. Ist doch diese Zeit des Jahres. Mist. Mist. Es ist nicht Shotgun-Zeit. Es ist noch nicht Shotgun-Zeit. Dann halt nicht. Auch mehr Geschicklichkeit. Yeah. Mist. Sonst noch was Neues. Mist, 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 Mist. Suchen wir mal in Richtung dieses... Oh je. Freund oder Feind? Jetzt gibt's auf die Fresse. Freund. Eindeutig. Du bist gleich mal weg. Ich auch. Ich bin auch gleich mal weg. Oh, was für ein Snipe. Gute Arbeit, Mädel. Jetzt sollte ich doch mehr nett zu dir sein. Nee. Geier Snipe! Gute Arbeit, gute Arbeit. Habe ich da noch was liegen lassen? Hat er eine Waffe liegen lassen oder so? Das droppen sie ja in diesem Spiel, was ich gut finde. Wenn die Waffen einfach so verschwinden, ist natürlich nicht das Realistischste. Da ist auch was. Beschädigte Großaxt erhalten. Ja, ich fühle mich gut in diesem Spiel. Es macht Bock. Du entkommst mir nicht. Dich hole ich mir. Oh, wir haben das ganze Lager bei uns. Mist. Wie viele sind denn das? Oh, dort werden was Fettes geworfen. Fettes geworfen. Ein paar ziehen sich zurück. Ein paar kommen her. Vielleicht. Oh, interessante Moves. Da ja. Kriegt auf die Fresse. Du bist als nächster dran. Ich habe gerade nur einen Namen gehabt.
Okay, das war nur ein Schlag, der hat nichts gemacht. Ich habe ihn von den Beinen geholt. Hat fast nach Friendly Damage ausgeschaut. Okay, komm her. Interessantes Outfit. Uff. Wie habe ich das geblockt? Manchmal kommt mir vor, kriege ich gerade keinen Schaden rein. Und dann kriege ich sowas rein auf die Fresse. Weil er schlaft noch immer. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Was? Wir kriegen doch alles im Griff gerade. Die Banditen, die machen doch gar nichts. Okay, was? Ich sollte mal mir wieder Nahrung irgendwo reinstoßen. Was haben wir hier sonst noch? Ach, komm schon. Nicht zur Rüstung rüber. Gegenmittel, Mana-Trank. Kleiner Heiltrank, mittlerer Heiltrank werden wir aufbehalten noch. Was haben wir noch mehr? Energiebrühe. Die Nahrung überall hin. Knoblauch, was macht der? Das ist denn Strahlung, wäre das. Den können wir dabei vergessen. Ja. Ja. Wir sind ein paar wieder zurück abgehauen, ins Lager zurück. Was für uns ziemlich gut war. Schnell gespeichert. Überhaupt der Raketenwerfer, Johnny. Die Menschen waren damals offensichtlich sehr weit entwickelt. Okay, haben wir mal einen Down. Ja, er geht zum Oberen. Ich auch. Raus hier rollen. Nicht stehen bleiben, nicht Waffe weg. Interessante Taktik-Checks. Vielleicht hupft er runter. Komm schon, hupf runter, Mann. Ich bin schutzlos hier unten. Hilfe. Nee. Du bist hier. Uff. Wir haben sie wieder aufgeteilt. Okay. Gesundheit erholen und Stamina. Dann wieder raufhauen. Ja. Was war's mit ihm? Sehr geiles Ding. Der nächste kommt schon. Der Klonblock macht nicht so viel. Wir haben Attacken, die man besser ausweichen kann. Quickstraw. Aui. Uff. Schon. Jetzt gibt's auch die Grübe. Nice. Ganz nice. Kaya liegt da am Boden. Wir zerlegen. Ladies and Gentlemen. Gentlemen and Gentlewoman. Ratte. Oh, wisst ihr, ich habe sich den Trank getrunken. Weil der Rattenschlag so gut war. Knoblauchbrot. Naja. Die Emo-Vampir-Sekte wird an sein. Ich glaube, die Harpier sind in der Nähe. Ja. Aber damit wollen wir uns nicht anlegen. 200 Zigaretten. Damit wollen wir uns anlegen. Ratten. Alle Ratten. Überhaupt verrückte Ratten. Crazy Rats.
Jetzt am Brot. Aber finde ich gut, dass ich auch ein bisschen Action-Fun haben kann hier. Ohne sofort zerlegt zu werden von allen möglichen Gegenständen. Schicken Sie ein Team zum Haupttor. Die Straßen müssen umgehend geräumt werden. Wir erwarten in wenigen Stunden eine wichtige Waffenlieferung. Falls die Anweisungen von der Bevölkerung nicht befolgt werden, sind härtere Maßnahmen zu ergreifen. Die Waffen werden umgehend eingelagert. Der Code für die Kisten lautet 8472. Vorsicht. Ich hab's gesehen. Das fliegende Ding da. Das ich auf keinen Fall bekämpfen will. Oh, hier unten war mal was. Anscheinend ist das auch abgesunken. Abgesunken. Mist. Ich bin nicht gut genug. Irgendwo einen Code rumliegen sehen. Kann mich nicht erinnern. Egal. Wir sind nicht schlecht dran mit dem Looten. Ich brauche nur noch meine Shotgun, dann bin ich happy. Was wollte ich noch? Ah ja. Ich hasse diese Dinger. Sie verschandeln die ganze schöne Natur, die wir hier aufgebaut haben. Irgendwann sollten wir uns mal die Mühe machen und diese Türme einreißen. Oh. Oh. Oh, haben wir noch was? Nein. Warte. Oh, das ist zu weit weg. Da gehen wir das nächste Mal hin. Was haben wir sonst noch für Missionen? Missionen. Behandlung, Ablösung beim Weltenherz. Hier. Weil zuerst werden wir wahrscheinlich mal wieder hier raufgehen und mit den anderen Typen sprechen. Auf den Bohne. Ab, oh, ich pitche da oben herum. Und dann mir wieder einen Händler suchen. Jo, Sebastian. Nein, das ist nicht sein Name. Gardok. Das Haus schaut doch gut aus. Ich weiß nicht, was du redest. Gardok, sage ich ja. Diesen Kalkstein habe ich in einer Steingrube unweit von hier gefunden. Mann, Mann. Du bist als Handlanger gar nicht so schlecht, weißt du das? Mhm. Sag mir jetzt, dass du uns unterstützt und die Bastion instand halten wirst. Ja, ja, ist ja gut. Ich bin dabei. Aber ich sage euch gleich, das wird eine ganz schöne Flickschusterei. Wenn ihr große Wunder erwartet, dann seid ihr bei mir falsch. Die Bastion ist kein Palast, klar? Und was die Bezahlung angeht... Wie bitte? Naja, ich werde mich mit dem alten Mann schon irgendwie einigen. Klingt gut. So, jetzt gut. Muss ich aber was tun. Die Arbeit macht sich schließlich nicht von alleine, nicht wahr? Aha, aha. Dann reden wir mal mit dem alten Mann. Schauen, was er zu sagen hat. Frank, keine Loot. Cool. Könnte ich doch mitnehmen. Zerlegen. Jo. Was ergab die Suche nach dem Feldherrn, um die ich dich gebeten hatte? Ich hab den richtigen Mann, aber ich muss noch eine Sache erledigen, dann ist er vermutlich an Bord. Dann hoffe ich, dass es nicht allzu schwierig wird. Viel Erfolg. Gardok wird uns helfen, die alten Gemäuer der Bastion zu warten. Ah, gute Nachrichten. Ich wusste doch, dass er der richtige Kandidat dafür ist. Gut gemacht. Nur weiter so. Übrigens, mir wurde soeben gemeldet, dass die Skyans in diesem Moment ihre ersten Spähtrupps über unsere Länder schicken. Anzunehmen, dass ihre Hetzer unsere strategischen Stellungen auskundschaften. Besser, du erledigst sie, bevor die Hetzer bei ihren Anführern Meldung machen können. Wo genau soll ich nach ihren Spähtrupps suchen? Am besten, du konsultierst deinen Adjutor. Ich habe dir ihre möglichen Standorte darauf geladen. Noch halten sie sich im Hintergrund und operieren abseits der Wege. Wenn wir nicht wollen, dass sich das so bald ändert, dann sollten wir schnell aktiv werden.
Wenn die Skynes erst einmal verstehen, was wir hier tun, dann werden sie mit geballter Kraft gegen die sechste Macht vorgehen. Also, lass dir nicht so viel Zeit und erledige ihre Spähtrupps so schnell es geht. Okay, wo waren die Spähtrupps? Spähtrupps da. Okay, das machen wir noch. Habe ich da einen schnelleren Weg geguckt? Nee. Hoffen wir, dass wir stark genug sind. Ich schätze, dann werden wir das Level abkriegen, mit dem ich mir meine wohlverdiente Schrotflinte freischießen kann. Freischießen. Schrotflinten. Ihr habt wahrscheinlich nichts von dem Outrider. Gameplay gesehen, aber Schrotflinten ist sowieso mein Lieblingsding. Call of Duty habe ich auch noch nicht so viel hochgeladen. Da wird auch hauptsächlich Shotgun gespielt. Das sollte irgendwann in der Zukunft mehr kommen. Ich habe haufenweise Gameplay rumsitzen, aber Zeit zum Editen fehlt. Wir haben es geschafft. Mal schnell speichern, bevor mich wieder was zu Tod erschreckt. Und ich wirklich sterbe. Ah, eine Pflanze. Dachte schon, das ist eine Waffe. Oh, hey Kaya. Was geht ab, Mädel? Komm ich hier rauf, oder? So. Ein ruhiger Weg bis jetzt. Hopp, Cutscene. Uff. Naja. Vielleicht habe ich Granaten mit. Ach, Scheiße. Dawkins. Ich traue ihm nicht. Wenn ich ihn nicht brauchen würde, dann... Naja. Wir werden verfolgt. Ich habe keine Munition. Wir werden einen nochmal rausgelockt. Das ist sehr überlebenswichtig. Das war wirklich sehr überlebenswichtig. Okay, habe ich Granaten oder so irgendwas? Ich glaube, Granaten habe ich. Da, Granaten. Gegen einen Einzelkampf habe ich eine gute Chance, da ich Dodge Meister bin. Die haben sich aufgeteilt. Das könnte meine beste Chance sein. Komm, zerlegen. Der hat doch irgendeine gute Waffe. Giant Blaster. Ich will den unteren zuerst. Noch immer keine Bögen. Bögen schon, aber. Mist. Ob das ist nicht, was ich will. Mit Synapos kann ich ihn nicht besiegen. Nice, nice, gute Arbeit, Mädel. Puh, was haben wir hier unten? Knoblauch. Gut, dass sie sich auch aufgeteilt haben. Wie im Horrorfilm. Und wir sind der Horror. Oder Kaya, ja. Ja, Kaya.
Wollte gerade schauen, ob ich einen Stealth-Angriff hinkriege. Netter Kick. Ich meine, die Animation schaut nicht gut aus. Sonst macht es mir einfacher, ihre Angriffe zu einschätzen. Knoblauch wird gegessen. Ein Stück haben wir noch. Das passt genau. Oh ja, schaut schlecht aus für dich, Junge. Aus da. Ladet sich gut auf. Nice. Nice. Irgendein Gebäude war da unten. Ich glaube, ich habe nur einen Beißer gesehen, also das sollte nicht so schwierig sein, den zu erledigen. Oder war es ein Raptor? Eins von beiden. Aber wie schon gesagt, die Schrotflinte will ich noch freischalten. Das Viech, was auch immer das ist. Was bist du? Oh je. Yeah. Das wollte ich killen. Drachenklaue habe ich gelesen, glaube ich. Ja. Die hat mir schon auf die Nuss gegeben. Oh, muss man da Drachenklaue laufen? Okay, zurück zum alten Mann. Uah. Chilit con carne. Ja. Leer. Und ich schlafe nochmal. Oh. Nach der Episode wird so wieder im Rücken verkauft, im Rücken, Hinterrücken verkauft. Wer ja. Weiß, wie lange das noch gut geht. Du Optimist, Jax. Mr. Adam. Die Spähtrupps der Skyens sollten erst einmal zurückgeschlagen sein. Du hast recht, es waren wenige. Das wird aber nicht lange so bleiben. Darum kümmern wir uns, wenn es soweit ist. Ich würde sagen, das war doch mal ein guter Auftakt. Gute Arbeit. Oh. Okay. Kann ich das schon benutzen? Hey. Was brauche ich dazu? Chemie. Natürlich. Natürlich. Kann er mir was beibringen? Können wir mal Bestandsaufnahme machen. In Ordnung. Die Bastion. Wir brauchen. Okay, das ist noch viel. Und denkt dran. Ja. Okay, das ist noch viel zu viel. Dann ist die Episode schon vorbei. Wir haben hier alles gelootet. Kann ich hier noch was herstellen? Das ist auch ein Labortisch. Also nein. Haben wir einen Tisch, wo ich nicht zu dumm dafür bin? Was? Brauchst du was? Wenn ich mal groß bin, dann will ich auch mal so werden wie du. Aha. Nein, hat er nicht. Danke fürs Zuschauen. Kaya gefällt das. Anscheinend muss ich nur mit dem Kind reden. Oder? Ist das ein Lifehack? Für Kaya Punkte? Später, ja? Nein. Oder? Hat sich ausgehängt. Nett. Nett.